Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 143 am Freitag, den 21. April 2023. Es ist 19 Uhr und wir haben noch 17,5 Grad Außentemperatur in Endingen am Kaiserstuhl. Ich bin heute ein bisschen zeitiger dran. Ja, genau, das hat auch seinen Grund. Ich gehe nämlich heute Abend zu einer Geburtstagsnachfeier. Und da ich nicht weiß, wie spät es wird und ob ich dann noch Lust habe und vielleicht ja auch ein Gläschen Wein intus habe, dann noch den Podlog aufzunehmen, dachte ich mir, heute mache ich den mal früher. Dann wisst ihr zumindest, dass ich feiern war und ich kann ja schon das erzählen, was ich bislang heute gemacht habe. Als erstes habe ich nochmal mit meiner Tochter und mit ihrem Freund, mit meinen Eltern zusammen gefrühstückt. Und dann haben wir die zwei verabschiedet. Die sind nämlich jetzt auf dem Weg nach Nordfriesland, nach Hause, weil die am Montag wieder arbeiten müssen und zur Schule müssen. Und ja, das eine lange Fahrt ist. Sie sind auch noch nicht angekommen und sind jetzt schon 9 Stunden unterwegs. Also ja, mal gucken, wann sie dann letztendlich zu Hause sind. Und dann habe ich heute Nachmittag, im Laufe des Nachmittags, 2 neue Podcast-Interview-Folgen aufgenommen für die Camper Nomads. Denn ich weiß nicht, inwiefern du das jetzt schon weißt, ich moderiere ja auch Podcasts im Kundenauftrag. Und die Camper Nomads, mit denen bin ich ja schon lange verbunden und darf als Freelancer da auch mitwirken und den Podcast moderieren. Das mache ich sehr gerne für die liebe Anja und es macht wirklich Spaß und ich hatte heute wieder tolle Podcast-Gäste zur Verfügung, wollte ich schon sagen, eingeladen in den Interviews. Ein Pärchen und eine Frau alleine. Also ganz unterschiedliche Podcast-Folgen sind das auch wieder geworden. Und es macht mir immer sehr viel Freude, mich auf die Gäste vorzubereiten. Da nehme ich mir auch immer genügend Zeit, mich auf den Webseiten umzugucken oder in den Social-Media-Kanälen, vielleicht nochmal in eine alte Podcast-Folge reinzuhören. Und dann schicken die uns auch immer ein bisschen Informationen über sich selbst. Das lese ich mir dann alles durch und bereite das dann auf für ein Interview. Das heißt, ich bereite mich auf die Gäste wirklich intensiv vor, schreibe eine kleine Anmoderation, um die Gäste vorzustellen im Podcast und überlege mir natürlich Fragen. Also die Themen sind vorher mit Anja besprochen von diesem Interview und ich überlege mir dann da Fragen dazu zu den Gästen und so einen kleinen Schnelleinstieg mache ich immer noch mit so Wortpaaren, wo sie sich dann entscheiden müssen. Also springt gerne mal rüber zu den Camper Nomads in den Podcast, egal auf welcher Plattform ihr das jetzt gerade hört oder direkt auf der Webseite campernomads.net und dann // und Podcast, da findet ihr alle Podcast-Folgen. Und seit letztem Jahr moderiere ich die auch alle. Und seit diesem Jahr gibt es aber auch noch Folgen, die Anja alleine spricht. Also wo sie so einen kurzen, ja, einmal im Monat so einen Tipps gibt und ein bisschen erzählt, was in der Community los ist und so weiter und so fort. Und es gibt noch einmal im Monat, auch seit diesem Jahr jetzt, eine Folge mit Anja und mir zusammen, wo wir immer einen Rückblick auf den letzten Monat gegeben, wie es bei uns beiden war, also mit dem Arbeiten und Leben im Camper halt und welche Herausforderungen wir so hatten, welche Schwerpunkte wir hatten und dann so einen kleinen Ausblick, was wir denn für die nächsten 4 Wochen so geplant haben. Also gerne rüberspringen zu den Camper Nomads, dann hören wir uns dort ja auch vielleicht mal. Dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag, irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.